mal alles an den Esstisch bitte bringen. Könnt ihr bitte, dann macht es zusammen, macht es on. Es landet doch. Wenn es unten landet. Ein guten Schnittchen. Mann, du mach bitte ordentlich. Du nimmst Obst und Gemüse. Skadi, komm. Nimm mal deine Knochenfinger und. Bitte, bitte, einigt euch. Das landet doch unten. Man, Janika, Skylar, Sebi, Soleil. Floriano, Veronique, Sera. Und alle, die im Haus wohnen. Ja! Ja! Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo liebe Leute. Hallo liebe Leute. Letto begrüßt euch auch mit. Ach, für euch ist es Soleil. Wir sagen ja immer Letto. Ja, wir starten einfach ganz spontan ein Video, denn wir nehmen euch heute so mit durch unseren Nachmittagabend, haben wir uns gerade überlegt. Kamera stand hier eh rum, also einfach mal zugegriffen. Ich hoffe, der Akku macht mit. Sehe ich gerade nicht, aber ob das schon mitmachen, wenn ich habe ja noch einen. Und die zwei beiden hier. Die wollen jetzt, glaube ich, gerade kurz spazieren gehen. Siebel, ich muss. Aua. Siebel, ich muss. Bist du die Chefin hier eigentlich? Au, nein. Zeig mal dein Aua. Was hast du? Oh, ja, ganz klar. Was hast du da gemacht? Hingefallen. Ja, das sah ganz klar. Bist du hingefallen? Aus. Ja. Hast du ganz schön dolle geweint? Ja, eine Stunde, ne? Glaube ich. Ja. Ungefähr, ja. Ja, es war ganz tragisch. Aber jetzt ist schon besser, ne? Ja. Gott sei Dank. Und jetzt geht ihr spazieren? Ja. Mit was denn? Mit was? Mit deinem Fahrradfahrer? Mit dem Laufrad, meint sie. Fahrradfahrer. Okay, weil ich muss noch ein bisschen was am Handy arbeiten. Hab doch gesagt, ach, dann geh ich mit. Ja. Pippi kommt raus, Baby schläft gerade. Die anderen sind auch gerade draußen. Aber was du machen, Papa? Aber ein Pullover, eine Jacke oder so? Hast du heiß? Hast du da hingeschmissen? Ich fass es nicht. Ich? Ja, ich fass es auch nicht. Hör mal. Hör mal. Na, hör mal, sagt Soleil immer. Einmal anziehen, genau. Netto, erzähl mal den Leuten, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Super. Und hell. Hellblau auch. Und gelb. Und gelb. Nee, gelb. Und orange. Orange auch noch. Ich fasse es ja gar nicht mal. Und Netto, welche Disney-Figur magst du am liebsten? Mit die lange Nase, wie heißt der? Pikinocchio. Pikinocchio, weil der lügt immer, ne? Dann kriegt man eine lange Nase. Wo ist denn dein anderes Stofftier eigentlich? Lang. Pik. Genau, der kriegt eine ganz lange Nase, ne? Der Pikinocchio. Aber der heißt auch Pinocchio, oder? Pikinocchio. Ach so, okay, jetzt wissen wir Bescheid. Okay, dann geht mal los. Pikinocchio. Ich kann hier lang. Macht er da? Ich kann da nicht rein, Sebi schläft. Du gehst jetzt aber nicht mit meinem Mantel raus, Florian. Warum? Du siehst völlig albern aus. Die Nachbarn denken da eh schon, wir haben Schuss. Na, dann mach ich so. Ich ach du Scheiße. Liebe Grüße an die Nachbarn, bitte entschuldigt. Bitte, tut mir leid. Kognito, ist alles gut. Grüße Mama aus. Siehst du aus wie Mama? Ja. Hübsch? Ja. Die bunte Socke. Bunte Socke. Nicht, was? Okay, aber ich brauche eine Jacke. Es ist kalt draußen. Ich möchte nicht krank werden. Ja, wo ist denn deine Jacke? Im Auto. Wie wär's mit holen? Zieh meine aus. Ich glaube, es hackt. Bist du kackt? Nein! Ich habe gesagt, ich glaube, es hackt. Toll. Nicht super. Papa kackt. Papi, hol die hier das. Du meine Güte. Die passe ich auch nicht rein, Schatz. Das geht nur kaputt. Jetzt bietet sie ihm, was ist das? Nikas Jacke an. Gott. Du mach doch hin, junger Mann. Bin mal flauschig, junge Dame. Oh, ja, oh, Papa. Aua. Das ist von Oma, das ist von Oma. Nein, das ist dir, das ist Omas. Ach so, ja, hast du für uns gemacht, ne? Das hast du für Oma gemacht, den Stein. Und den, nimm den Stinkeschuhen. Mama. Für Mama. Genau, es wird hier übrigens immer voller mit unseren Steinen. Das kennt ihr schon alles, aber hier sind auch noch so ein paar dazu gekommen. Das ist echt super cool. Meine Deko hier habe ich ja auch ein bisschen erweitert mit so ein paar Blümchen. Der gehört hier gar nicht hin. Hier unten ist so eine Lichterkette, die mache ich immer abends an. Das ist voll schön. Letto, warte bitte. Sie hat es eilig. Papa dauert ihr zu lange.
Ich bleibe beim Baby, die schläft gerade, dann kann ich gerade meine Arbeit schnell machen. Brauche auch nicht lange, vielleicht 20 Minuten. Mama! Und dann sind die Mäuse wieder da. Piekt da. Der piekt der Baum, ne? Und den nicht. Nee, der nicht. Und du, die auch. Der piekt? Ja, und die Mama. Und die. Vielleicht, du gibst ihm mal Jollys Mütze. Guck mal, Jolly hat. Ja, aber es ist auch viel zu warm heute. Heute ist so ein warmer Tag. Was? Ich glaube, wie viel Grad haben wir? 15? Ja. Oder noch mehr? Es ist wirklich warm. Papa? Nimm die mal mit. Komm, Leute. Na dann mal los. Ja, nimm die Leute mit. Sehr gut, Lady. Na, die Hunde müssen kurz Pipi machen. Und danach können wir dann mal zur Bushaltestelle fahren, okay? Ja. Aber erstmal, dass noch Bonnie und Nala hier mal Pipi machen können. Wollen wir mal die Stützräder abmachen? Nein. Noch nicht? Ist noch nicht so weit? Ich will nicht abmachen. Noch nicht, okay. Ich will nicht. Okay, meine Freundin, machen wir so. Spinner. So, wir gehen jetzt zur Bushaltestelle. Hey, du darfst nicht deinen ganzen Namen verraten. Sag mal, wie heißt Papa richtig? Flo. Und wie heißt Mama richtig? Mama. Nein, du darfst das nicht sagen. Vero, ne? Vero. Vero, genau. Vero. Vero und Flo. Exakt. Vero, Flo. Du darfst nicht den Nachnamen sagen. Komm, du Spinner. Am besten noch unsere Adresse und wo wir wohnen. Und ja, warum nicht? Guck mal, wer da kommt. Da kommen die anderen. Bushaltestelle. Hallo, Kinders. Nika, das sieht da richtig gut aus, Mensch. Sieht da richtig gut aus. Bist du nicht kalt? Komm, die werden mal zur Bushaltestelle. Kommt ihr mit? Dann mal los. Die Gang, reitet los. Soll ich euch mal zeigen, wie Jordan jetzt hier angerast kommt hier? Ich hoffe, du weißt, wie man bremst. Ich will auch machen. Weißt du, wie, ja? Was? Nein. Du kannst doch nicht rasen und nicht wissen, wie man bremst. Okay. Weiß ich nicht, machst du so einen strengen Blick? Ich will mitmachen, Papa. Ja, los, dann ras mal hier eine Runde rum. Und los, Attacke. Du hast irgendwie nicht verstanden, die fährt irgendwie in die falsche Richtung. Ah, jetzt hast du doch. Na, siehst du. Hast du noch die Kurve gekriegt? Und los. Jetzt kommt hier der Spezialist wieder hier. Aber war jetzt mal eine doofe Frage. Dein Friseur, ist der gestorben oder? Nein, ich mag nicht. Okay. Aber den gibt's noch, ja? Ja. Vielleicht besuchst du den mal und hältst mal ein Pläuschen. Ja, ja. Weil das sieht irgendwie komisch aus da auf den Kopf. Eine ganz Glatze, wie du. Ey, das ist gemein. Auf der Leiter und malte Blätter an. Ein lustiger Weiterbauer, bevor er mal alles macht. Aber hast du schon mal im Herbst auf einer Leiter gesehen? Aber so geht das Gesicht. Er kleckt okay. Und pinselt fleißig auf jedes Blattgewächs. Kommt ein frecher Waldarbeiter. Volle Trine, ey. Kriegt er auch einen Kleck. Klecks, oh, okay. Die Tanne spricht zum Herbst. Es ist ja fürchterlich. Die anderen Blätter färbst du, nicht mehr nicht. Die Blätter fallen runter. Die Blätter werden runter und am Ende fallen sie runter. Munter. Munter, ah, okay. Und sowas kannst du dir merken? Nein. Aber merken, dein Zimmer aufzuräumen, wenn du es dreckig machst, das kannst du nicht merken. Mhm. Ja, Hauptsache kannst du sowas merken, wa? Super. So, wir jetzt kurz zu Hause kurz Pause machen, weil ich muss nur zeigen, wie die Kinder mit den Inländern die Treppen hochgehen. Warum? Was tut ihr da? Was? Nicht hoch. Naja, aber auf allen Vieren macht man das so heutzutage, ja? Okay, wie gehst du runter dann? Oh, okay. Sehr gut. Ich gehe mal mit euch gucken. Der Jordi ist nämlich fleißig am PC. Und ist wirklich, wirklich fleißig. Man würde ja meinen, der macht hier irgendeinen Blödsinn, aber schaut mal, was er macht. Hallo, Jordi. Hallo. Darf ich stören? Ja. Cool. Der ist hier nämlich mit Sofa-Tutor beschäftigt. Unsere Kinder lernen damit so gerne. Du kannst ja auch vorlesen lassen, die Fragestellungen. Das finde ich immer gut. Die Kinder, hast du jetzt ein Lernvideo angesehen, ne? Ja. Genau. Er hatte jetzt Thema Brüche. In dem Lernvideo und jetzt hat er halt direkt dazu Aufgaben und kann sich dann direkt selber überprüfen. Wow, richtig gut. Ja, das habe ich hier gelernt. Also das habe ich ja alles
Ja, aber so von der Tour gelernt, die Bursche. Also noch nicht? Habt ihr das noch nicht in der Schule? Also doch, wir haben es, aber ich habe schon davor alles gekonnt dann. Ach so, ja, super. Ja, seht ihr mal. Ich zeige euch gleich mal, wenn Jordi fertig ist, noch so ein paar tolle Sachen von Sofatutor. Ich habe auch einen Rabattlink für euch. Packe ich euch unten rein, falls ihr Interesse habt. Ihr könnt 30 Tage Sofatutor ganz kostenlos testen. Und danach spart ihr 60% auf alle Lernpakete. Ich lasse dich erstmal in Ruhe und dann zeige ich gleich mal den Leuten, was da dran so ultimativ Tolles. Jordi hat es jetzt überstanden. Jetzt darf ich mal kurz euch zeigen. Ihr habt hier also ganz verschiedene Bereiche, um zu lernen. Jordi ist jetzt in seiner Klassenstufe angemeldet und hat hier verschiedene Themen, wo er halt lernen kann, was er halt nachholen muss. Natürlich alles angepasst an die deutschen Lehrpläne, auch Österreich und Schweiz, keine Sorge. Und dann kann er halt diese Themen, die er noch nicht verstanden hat, einfach nachholen. Ihr habt hier natürlich sämtliche Schulfächer zur Auswahl. Es ist echter Wahnsinn. Und ihr könnt von der, mal gucken, ob er mir das jetzt anzeigt, wenn ich zurückgehe. Ihr könnt hier natürlich von der ersten, wobei ich auch schon die Vorschule eigentlich bei manchen Übungen empfehlen kann, bis zur 13. Klasse lernen. Und wie gesagt, alle Schulfächer sind vorhanden und hier sind nochmal so ein paar Bausteine von Sofatutor, die ich super gerne vorstelle, weil es einfach so wichtig ist. Klar, hier oben verbessern die Kinder bis zu 89% aller Nutzer ihre Noten. Ganz klar freuen wir Eltern uns alle drüber, aber viel wichtiger finde ich, ist ohne Druck zu lernen. Von überall aus, ihr könnt also per Handy, Tablet, per PC, ihr könnt euch ausdrucken, also ihr könnt wirklich von überall aus lernen. Einfach Vokabel merken, auch so ein Thema, was nicht allen Kindern leicht fällt. Und ganz wichtig, spielerisch lernen und im eigenen Tempo. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Schule vermittelt oft ganz, ganz viel Druck. Und dann bekommen die Kinder manchmal einfach so viel Druck, dass sie gar keinen Spaß mehr am Lernen haben. Und ihr könnt natürlich zu jeder Zeit Fragen stellen, weil echte Lehrer euch dort zur Verfügung stehen. Von mir eine Herzensempfehlung. Wir haben mit Sofatutor einen so großen Mehrwert. Deswegen, wie gesagt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich packe euch da einfach nochmal meinen Link rein. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch was. Und ihr probiert es einfach aus. 30 Tage ganz kostenlos mit euren Liebsten. Schaut ihr, ob das für euch was ist oder nicht. Und danach spart ihr 60% auf alle Lernpakete. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Die Meute ist wieder drin. Ich bereite jetzt so ganz langsam Abendbrot vor. War heute ein Glück einkaufen, weil wir haben kurz nach dem Wochenende. Dementsprechend ist dann immer wie alles weg, egal wie viel man kauft. Ich mache einfach ein paar Schnittchen. Ein helles Brot, ein dunkles Brot. Und dann können die Kiddies sich das alleine wegnehmen. Das liebe ich irgendwie immer auf dem Abend. Wahrscheinlich schneide ich noch ein bisschen Tomate und Gurke und Möhrchen dazu. Und genau, aber ich mache ganz in Ruhe. Wir haben jetzt gerade mal irgendwie kurz vor 6, also... Ja, eigentlich bin ich ein bisschen zeitig dran, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Leerlauf. Aber den Gookie, den Gookie, den brauchst du doch nur zum Schlafen. Du bist doch schon ein bisschen groß gewachsen. Zeig mal, wie groß du gewachsen bist. Oh, ich glaube, das ist schon ein bisschen groß für tagsüber ein Gookie. Auweia. Ich diskutiere mal eben. Geili ist so lieb und hilft mir und packt mir alles wieder zurück in den Kühlschrank. Mein Schnittchenteller ist jetzt erstmal fertig. Manchmal stocke ich dann noch ein bisschen auf, wenn das zu wenig ist, aber... Das muss ich mal kosten. Oh, Mama, ach, Florian. Und jetzt schnippe ich noch... Guck mal, was ich schaffe. Ja, wow. Das ist talentiert. Wow, Florian, deine zukünftige Frau wird sich freuen, dass du eine ganze Stulle im Mund kriegst. Also wirklich, ey. Na, wie dem auch sei. Stulle ist bereit, der freut er sich. Und das hier wird jetzt, oh, guck mal, hier ist schon drin gelandet. Das wird jetzt auch noch geschnippelt. Wenn ihr wüsstet, was dieser kleine junge Mann da gerade macht, der ist 11. Und stellt uns ganz komische Fragen. Er möchte sich gerade online bei einer Casting-Agentur anmelden, weil er Schauspieler werden will. Jetzt kommt gleich die Polizei. Die Butterpolizei ist nämlich der Rino. Also das ist ohne Butter, Rino. Hier, die unteren sind ohne Butter. Das ist ohne Butter und das ist ohne Butter. Ich habe an dich gedacht. Keine Sorge. Danke. Und keine Sorge ums Baby. Flo ist bei ihr. Die hat sich gerade wehgetan. So, Jordi, darfst du das? Eigentlich nicht, nein.
Ja, aber du musst uns doch fragen. Was denn? Ja, aber... Aber jetzt haben wir es ja mitbekommen, ne? Was ist Beschäftigungsart? Na, aber was gibt es denn zur Auswahl? Freie Mitarbeit und sonstiges. Ausbildung. Oh, das weiß ich nicht. Aber Ausbildung, was haben wir? Wie Ausbildung? Na, damit ich ausgebildet werde. Du bist 11. Ja. 11, Jordan. Du willst jetzt schon eine Ausbildung machen? Ja. Ich fasse. Wo willst du denn so mitspielen? Bei Film. Bei richtigen Film? Ja. Oder nur so... Hilf mir, so wie ich mal gemacht habe. Nee, ne? So richtige, ne? Ja. Ja, das ist schon gut. Ja. Ja. Da hast du einen besseren, ja. Da hast du schon eine bessere Idee. Nee, ich bin noch dabei. Ich muss jetzt hier noch Tomaten und dann noch eine Banane und dann habe ich es. Okay. So, hier bin ich jetzt fast fertig. Aber Leute, hier ist einfach ein Irrenhaus. Die machen hier den Affen. Guckt euch das an. Der andere, der ist da oben immer noch mit seinen Schauspielsachen beschäftigt. Aber keine Sorge, wir wussten davon. Also er hatte schon meine andere Agentur mit Papa angemeldet und Mama wusste auch Bescheid. Aber dass er jetzt sich noch wo anmeldet, war für uns gerade neu. So, Leto hat schon einen Schlafanzug an. Und los. Du meine Güte. Du bist doch nur für ein Äffchen. Was ist das denn? Du bist ja ein Faulpelz, ein Faultier. Ja, ne, die süßen flauschigen Füße. So, dann lasst uns mal alles an den Esstisch bitte bringen. Könnt ihr bitte, dann macht es zusammen, macht es on. Es landet doch. Wenn es unten landet. Ey, die guten Schnittchen. Mann, du mach bitte ordentlich. Du nimmst Obst und Gemüse. Skadi, komm. Nimm mal deine Knochenfinger und. Bitte, bitte, einigt euch. Das landet doch unten. Mensch, Janika, Skylar. Selby, Soleil, Floriano, Veronique, Sera und alle, die im Haus wohnen. Ja! Ja! Pipi, wir haben uns alle lieb und die Oma haben wir auch lieb. Guten Appetit! Mal rein, Kinders. Haut mal rein. Armut ist fertig, also Onkel, steht hier noch alles, obwohl ich gesagt habe, bitte, wenn ihr fertig seid, alles runter. Schön, dass ihr so viel Obst und Gemüse gegessen habt. Also, ich glaube, es ist nur Gemüse. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, macht Nika hier irgendwie einen Friseur? Es war vorhin nur ein Spaß mit Friseur. Vielleicht nimmst du den richtigen Friseur und nicht sie. Also, ich meine, du siehst komisch aus. Er meinte, das sieht schön aus. Ja, es ist Ansichtssache. Okay, gut. Es geht auch. Charlie, ich bezahle den richtigen Friseur. Alles gut. Ja? Oder ich schneide sie dir, wenn du magst. Vielleicht schneide ich sie dir lieber. Ich mach nicht. Schneidest du auch, Nika, oder machst du nur Cam? Ja, ich schneide, gleich. Ich hol dir mal eine Schere, wa? Machen wir ja einen schönen Kopf. Nein, super. Nein, Leute. Na klar, machen wir. Ich hol dir mal eine Schere, warte mal. Das macht ihr nicht, oder? Ich jetzt hol jetzt eine Schere. Komm mal ran. Wir werden doch schon immer kritisch bei euch, weil wir so viele Kinder haben. Wenn der jetzt rumläuft, mit einem Haarschnitt wie ein Affe. Dann kann er sagen, die Leute, die hier sowieso dann, schon reden, die zu. Hände. Dann kann er sagen, oh, meine Schwester hat mir die Haare geschnitten. Ja, dann denken die, wir sind arm und der Junge darf nicht zum Friseur, weil die haben ja eh so viele Kinder. Und dann können sie sich das nicht leisten. Ja. Na, du weißt, wie die Leute sind. Na, macht es schon. Warte mal. So, wir haben jetzt hier, also Jordi möchte gerne so einen Haarschnitt haben. Also wir halten mal fest, er sieht, oh, warte mal, irgendwie, warum ist hier dunkel, hallo? Warte kurz, nee. Wir halten mal fest, du siehst so aus. Es ist nicht jugendfrei, wenn ich das jetzt sagen würde, ja? Aber es soll so irgendwie, es soll so aussehen. Nika? Ich möchte aber die Kamera... Junge Dame, bitte, schneiden Sie ihm die Haare. Warum? Warum? Nein. Nein. Nein, damit die besser... Feuerfrei. Aber ich möchte sehen, welches sie... Du musst stillhalten, ja, hier. Warte. Okay, und los. Und danach müssen wir den Tisch abräumen. Guck mal, hier oben die Strube hier. Guck mal, da hängt der schon mal draus. Was ist das hier? Was ist das hier? Warte kurz. Was ist das? Wir haben einen Falli gemacht. Nicht! Das war natürlich ein Spaß. Leute, ne? Das war ein Spaß. Wir lassen jetzt nicht hier, Mrs., ich weiß nicht, was ich tue, an seiner... Ja, geht ruhig. Ich räume dann für euch ab. Ne, ich hab die Schere ja hier. Gut. Wollten sie nicht? Ist nicht schlimm. Ich mag Gucke. You set my world on fire. You're my heart's desire. So, Babys Bett fertig. Die Kinder sind jetzt auch. Wir haben jetzt 18:40 Uhr.
Die Kinder machen sich langsam bettfertig. Also Zähne putzen, ganz tralala, was dazu gehört. Baby ist jetzt auch bettfertig. Die wird gleich ins Bett gehen. Und ja, dann sind wir am Ende dieses Videos. So, wie gesagt, Sofa-Tutorial, Leute, könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen und danach kriegt ihr mit dem Link, den Vero euch in der Biografie unten oder in den Kommentaren reinsetzt, 60% sparen. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt und was sagen wir? Wir sagen bis zum nächsten Mal. Shabby, du hast einen wunderschönen Schlafanzug. Mach mal winke, winke. Mach mal winke, winke. Tschüss. Du gehst jetzt auch heiern und danach gehst du auch Zähne putzen und ins Bett, richtig? Ich? Ja, du. Ja. Kleiner Schlawiner, du. Okay. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Shabby, winke, winke. Oh, oh. Na, verdammt. Der Cookie. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.